Wovon hängt der Erfolg eines Qualitätszirkels ab? Fragezeichen. Wovon hängt der Erfolg eines Qualitätszirkels ab? Was sind also die Erfolgsfaktoren eines Qualitätszirkels? So könnte man die Frage auch formulieren. Nun, das ist natürlich erstmal die Motivation der Mitglieder dieses Qualitätszirkels, dann die Infrastruktur. Infrastruktur bedeutet, sind hier Räumlichkeiten da? Ja, Räumlichkeiten vorhanden, wo die sich treffen können. Ja, oder vielleicht auch Präsentationsmaterial. Ausrüstung wie Flipchart, Pinnwand, so etwas. Das braucht man ja ab und zu mal, wenn man da den Kollegen was zeigen möchte. Da ist sowas ja ganz sinnvoll. Also Infrastruktur, dann ganz wichtig. Die Unterstützung durch die Geschäftsführung. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Initiative, Qualitätszirkel sind ja oft informelle Gruppen, selbst organisiert, auch durch die Geschäftsführung unterstützt wird. Damit verbinden kann man die Unternehmenskultur, ob insgesamt im Unternehmen eine Kultur der Innovation, der Verbesserung, der Qualität herrscht. Das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Und ob dieser Qualitätszirkel eine gute Moderation hat. Ja, ob es einen Moderator gibt. Moderation bedeutet, der Qualitätszirkel hat einen kompetenten Moderator. Ja, der immer die Dynamik der Gruppenmitglieder in Harmonie umwandeln kann, der Streitigkeiten vielleicht schlichten kann, der halt den Prozess moderiert. Auch das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.